Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Thrones and Liberty. Heute mit dem zweiten Erzboss, das erste Mal von Tevin, dem Erzboss, dass der in Frieden stattfindet. Beim ersten Mal war es PvP und da habe ich den nicht gemacht. Deswegen heute auch für mich das erste Mal Tevin, der Erzboss. Und theoretisch müsste danach dann auch die Platin-Trophäe bei mir aufploppen. Und dann werde ich auch den Moment nutzen, ein bisschen was zur Platin-Trophäe zu erzählen. Und ja, zeige euch einmal den Kampf. Deswegen ganz viel Spaß und drücken wir uns die Daumen oder drücken wir mir die Daumen. Und ich drücke natürlich auch euch die Daumen. Ich hoffe, ihr wart alle mit dabei, dass ihr was Cooles eventuell bekommen habt. Nochmal ganz wichtig, solltet ihr hier eine Waffe rausbekommen oder rausbekommen haben, überlegt euch wirklich dreimal, ob ihr sie wirklich nutzen wollt oder vielleicht überhaupt verkaufen wollt, um damit diesem riesen Batzen an Lucent, den ihr bekommt, dann für immer quasi reich zu sein und euch alles Mögliche kaufen könnt. Aber ja, ich denke mal, die wenigsten werden überhaupt was bekommen haben. Wer hier schon ein Fragment rausholt, ich glaube, der kann schon ganz happy sein. Aber bin ich ganz gespannt. In 5 Minuten geht's los und ich würde sagen, wenn es losgeht, sehen wir uns wieder. Mal ein kleiner Tipp so am Rande. Bei den Portalen hier, versucht so weit es irgendwie geht, das Portal zu nehmen, was am wenigsten voll ist. Weil umso weniger Leute im Portal sind, umso höher ist theoretisch eure Chance, auch etwas rauszubekommen. Ich gehe natürlich hier hin, wo meine Gilde mit drin ist. Das ist natürlich auch mal gut. Aber versucht ungefähr das Portal zu nehmen, wo vermutlich die wenigsten Leute drin sind. Manchmal sind 4 Portale da. Dann nehme ich zum Beispiel immer das, was am weitesten weg ist. Das ist dann oft auch das, wo die wenigsten Leute drin sind. Einfach um nochmal ein bisschen die Chance zu erhöhen, dass ihr auch was gedroppt bekommt. So, los geht's. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es wieder so eine Dia-Show wird, wie bei Belandia. Ob man vielleicht einmal drauf geht. Hö, wo ist er? Wo kommt er? Ah, da ist er. Ah, ja, okay. Seht ihr ihn? Oh, da ist er. Oha, alle hochgeflogen. Okay. Jetzt geht's ab. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir auch für ihn brauchen. Also ich habe gar keine Ahnung. Ist auch für mich da heute das erste Mal. Grundsätzlich ist es ja eigentlich meistens so, dass man nicht... Ich wollte euch nur zeigen, was passiert, wenn man nicht aufpasst, Leute. Ihr müsst immer schön aufpassen auf euer Leben, dass ihr nicht drauf geht. Aber ist ja bei den Weltenbossen eh egal, wie oft ihr drauf geht. Ihr könnt euch ja einfach wiederbeleben und kommt dann wieder in den Fight rein. Das ist ganz gut. Anders als bei Gildenbossen, wo ihr ja nur eine bestimmte Anzahl habt, die ihr quasi draufgehen dürft. Aber so geht es eigentlich ganz gut klar. 50% noch? Der hat gefühlt mehr Leben als Belandia und macht auch mehr. Was ich ein bisschen schade finde, und das ist auch ein Ding, vielleicht werde ich darüber nochmal expliziter reden, aber ich habe jetzt hier alles schon auf Leistung eingestellt, wenig Leute angezeigt und es fühlt sich halt trotzdem nicht so flüssig an und ist nicht so einfach auf die Sachen zu reagieren und auf alles zu achten, weil halt es schon irgendwie rumleckt und rumglitscht. Und das ist eigentlich schade, du hast so einen schönen Boss und kannst ihn eigentlich nicht, habt ihr das vielleicht gerade gesehen, und du kannst ihn nicht richtig bespielen, weil es halt nicht schön spielbar ist, weil das Spiel so rumleckt. Ich weiß nicht genau, wie das intended war, so grundsätzlich. Ich meine, es werden ja noch weniger Leute angezeigt. Ich spiele auf Leistung. Stell euch mal vor, ich würde auf Qualität spielen und lasse mir alle Leute anzeigen. Das ist ja gefühlt nicht möglich, das zu machen. Dann kannst du ja gar nicht mehr spielen. Ich hatte aber bei Belandia schon das Problem, dass man ja im Prinzip kaum was gesehen hat und kaum, kaum was machen konnte. Das finde ich echt schade, dass das so... Ja, so ein schöner Fight, das so ein bisschen kaputt macht. Weil ich glaube, der Fight war eigentlich ganz cool, so gegen den Erzboss. Aber es ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Gerade wenn man vielleicht One-Hit ist, vielleicht auch für andere Leute nochmal ein bisschen frustrierender als jetzt für mich, der sich selber heilen kann. Ah ja, jetzt haben wir dann auf jeden Fall 5% noch, sollen wir hinkriegen. Und dann heißt Daumen drücken. Da haben wir es. Kurz war's Tevin. Und da haben wir auch die Platin. Guck mal eben, ob ich was bekommen habe. Ich gehe mal nicht davon aus, um ehrlich zu sein. Kurz nochmal eben in die... Ne, hat nichts bekommen. Wir können nochmal eben in die Kiste gucken. Da kann man ja auch mit Glück nochmal was von Tevin bekommen. Aber auch
da nichts. Wie gesagt, ein sehr cooler Boss. Schade, dass man den nicht ein bisschen besser bespielen kann. Und war ja klar, dass man da jetzt nicht unbedingt was rausholt. Aber auf jeden Fall cool für die Platin. Und da will ich noch zwei, drei Worte zu sagen. Weil die Platin in dem Spiel ist, zumindest von den Spielen, die ich so die letzten Jahre gespielt habe, einer der Platins, die mit Abstand am leichtesten ist. Auch wenn da steht 0,1%, aber ihr müsst nicht gut sein für das Spiel, um die Platin zu bekommen. Ihr müsst einmal durchspielen, jede Aktivität einmal mitmachen, was alles Koop ist, und dann kriegt ihr die Platin wirklich ohne viel Aufwand. Das allermeiste, was ihr machen müsst, ist einfach mal das Spiel komplett durchspielen, diese Aufgaben hier alle machen, das heißt jeden Boss einmal besiegen, jedes Event einmal bespielen, da müsst ihr auch nicht Erster oder sowas werden, ihr müsst nur daran teilnehmen und die Mission hier abschließen. Manchmal habt ihr Friedenssachen, manchmal habt ihr PvP-Sachen, ich habe fast immer versucht alles nur im Frieden zu machen, ich glaube ich hatte nur ein oder zwei Aufgaben, die ich im PvP machen musste, da habe ich einen Punkt gemacht und dann einfach abgewartet und habe mir da dann eine Trophäe geholt. Und auch die Bosse kann man alle, hier steht zwar Konflikt, aber es gibt ganz oft Bosse, so wie jetzt gerade auch, die halt immer in Frieden sind, wo es kein PvP gibt. Und ihr könnt natürlich auch Bosse in der Gilde machen, das heißt für alle, die vielleicht nur für die Platin spielen oder noch über die Platin nachdenken. Es ist wirklich eine sehr, sehr einfache Platin. Ich werde dazu auch kein dediziertes Guide-Video machen oder sowas, weil es dazu per se nichts gibt. Es ist wirklich alles selbsterklärend. Nehmt an allen Events teil, besiegt alle Bosse, macht jedes einzelne Koop-Dungeons und ihr seid im Prinzip fertig. Alles andere kommt on the fly, wenn ihr die Story einmal durchspielt. Deswegen eine sehr, sehr easy Platin. Eine schöne Platin, ist mal entspannend, mal eine Platin zu haben, wo man jetzt nicht irgendwie besiegt diesen einen Boss da 1000 Mal. Finde ich ganz cool, dass man das alles nur einmal machen muss und ist eine sehr, sehr coole und einfache Platin. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon was von einem Erzboss bekommen habt. Das würde mich sehr interessieren. Auch, ob ihr schon ein Fragment bekommen habt. Weil ich weiß, dass auch die Fragmente unfassbar selten sind. Nicht nur Sprachenlernen Bubble. Nicht nur der Drop vom Boss, sondern auch die anderen Quellen. Beim Angeln und auch bei der Amitoi-Expedition. Ich habe jetzt über die letzten 4 Tage komplett die Amitois durchlaufen lassen und es ist ja schon schwierig, so einen Sack überhaupt zu bekommen. Und wenn man einen Sack bekommt, dann ist es nochmal schwierig, so ein Fragment rauszubekommen. Also ich habe dann bisher aus der Community und aus der Gilde noch niemanden gehört, der da so ein Fragment bekommen hat. Würde mich sehr interessieren, ob einer von euch da vielleicht schon mal ein Fragment bekommen hat und dann natürlich auch aus welcher Quelle, würde mich sehr interessieren. Wenn ihr nicht zu Thrones of Liberty verpassen wollt, dann gerne mal Follow da lassen. Diesen Sonntag finden ja wieder die Gildenbosse statt. Und Leute, ganz, ganz wichtig, am 17. November in 10 Tagen ist es soweit und wir können das erste Mal seit Release Sieges machen. Das heißt, die riesen Fights gegen die Schlösser und Festungen, wo man ja auch so ein Attack on Titan Golem werden kann. Das wird also auf jeden Fall nochmal sehr, sehr cool. Das auf jeden Fall nicht verpassen. 17. November ist es soweit. Wie gesagt, ein Follow da lassen, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ansonsten einfach mal live vorbeischauen. Auf Discord join. Ihr kennt das alles. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.